The Master. Willkommen bei einer weiteren Runde von Mafima sagt. Diesmal geht's um den Heldenrang und hier gibt's wieder den ein oder anderen, der sich Heldenrang krallen will. Erster Befehl lautet: Mafima sagt, stellt euch auf etwas Blaues. Wusch, alle rennen in die Mitte. Alles klar. Mafi sagt, rennt auf Grünes. So, und jeder, der jetzt bei Mafi sagt, auf grüne Sachen steht, der fliegt leider raus. So, nächster Befehl. Mafima sagt, stellt euch auf Stein. Nächster Befehl lautet, Mafi sagt, stellt euch auf Holz. Jo, machst du super, du bist raus. Edgar, wenn ihr die ganze Zeit joint, dann hört man das ja auch nicht. Mafi sagt, duckt euch. Alter, es sind echt sehr viele Neulinge dabei, also es fliegen sehr viele raus. Nächster Befehl. Ihr seht ja in der Mitte die Ender-Chests, ja? Und ihr habt 3 Sekunden da drauf zu laufen. Mafi sagt, stell dich auf Ender-Chests. Wow. Alles klar. Mafima sagt, kommt unter mich. Macht ihr gut. Und nochmal. Was eine Armee, ey. Das sieht so geil aus. Ich find's immer lustig, dass das sind so viele Leute, dass die Leute, die angekommen sind, gar nicht mehr sehen, wo ich hingegangen bin. So, jetzt bin ich in der Mitte. Doch, mit der und es dauert ungefähr 2 Sekunden, bis alle Leute gecheckt haben, dass ich in der Mitte bin. Ist cool. Okay, der letzte fliegt raus. Und kriege ich dich noch? Ja, ich habe dich noch bekommen. Gut. Und wir gehen mal ein bisschen weiter. Okay, die nächste Runde. Ja, hier kann man rauslaufen. Die nächste Runde lautet Wahrheit oder Lüge. Hier müsst ihr aufpassen, denn entweder sage ich die Wahrheit oder ich lüge. Falls ihr denkt, ich sage die Wahrheit, stellt ihr euch auf grüne Sachen. Falls ihr denkt, ich lüge, auf rot stellen. Alles klar? Okay, wir sind wieder da und wir legen direkt los mit dem nächsten Befehl. Mafima sagt, stellt euch auf Farbe. Und, wow, kein einziger ist retarded. Okay, außer der hier, der Gigaspeed. Du bist raus. Und jetzt machen wir das bekannte Wahrheit oder Lüge Spiel. Meine erste Aussage lautet, ich besitze eine Statue in meinem Zimmer. So. Mein letzter Befehl war ja, stellt euch auf Farbe. Von daher ist komplett in Ordnung, falls ihr auf Rot oder auf Grün geht. Okay. So. Mafi sagt, Grün ist falsch. Macht ihr ganz gut. Alle, die auf Rot laufen, sind raus. Alles klar. Und die richtige Antwort war grün. Nächste Aussage. Ich habe mal, während Mafima sagt, 3 Müsli-Riegel verputzt. So, das ist die Aussage. Mafima sagt, stellt euch auf Farbe. Ihr habt noch 3, 2, 1. Rot ist richtig. Ihr sterbt alle, die auf grün sind. Okay. Nächste Aussage. Ich besitze so einen Bio-Haferdrink. Ja, kann man bei Edeka kaufen. Schmeckt manchen Leuten, schmeckt manchen Leuten nicht. So ein Haferdrink. So einen habe ich gerade neben mir stehen. Das ist die Aussage. Ihr habt noch 3, 2, 1. Grün war falsch. Gut. Ja, die Aussage war falsch. Nächste Aussage.
Das wird jetzt ein lustiger. Mal sehen, ob ihr mir das abkauft. Ich besitze, sage und schreibe, 10 Deo-Dosen. 10 Stück in diesem Zimmer. Oder ich formuliere es anders. Ich besitze mehr als 10. So, ihr habt noch 3, 2, 1. Die Aussage war gelogen. Okay. Es werden immer weniger. Es werden echt immer weniger. Gut. Ich würde sagen, da ist ein Gravel-Block. Ist ja komisch, dass der da steht. Mafima sagt, stellt euch auf Gravel. 3, 2, 1. Oh. Das tut mir jetzt leid für die, die rausgeflogen sind. Gut. Hier ist noch ein Gravel-Block. Muffy sagt, stellt euch auf den anderen Gravel-Block. Na, sehr gut gemacht bei Suchti. Fragst du dich, warum kein einziger bei dir steht? Ich glaube, du bist am Arsch. Tschüss. Und jetzt müsst ihr schnell sein. Mafima sagt, stellt euch auf... Naja, ich formuliere es anders. Mafima sagt, stellt euch zu Kakteen. Kakteen. Los geht's. Ihr habt noch 3, 2, 1 und der nächste. Oh. Sehr gut. Ich habe gesagt zu Kakteen, das heißt, ihr müsst nicht sterben, gell? Muffy sagt, stellt euch auf Sand. Meine Güte, ich will aus diesem Muffy mal sagt keinen Masochismus machen. Muffy mal sagt, stellt euch ins Häuschen. So, ach ja, ich muss ja hier Leute killen, die zuletzt kommen. Mach's gut, Suchtor. Und jetzt gilt es, einen Gegenstand sich davon auszusuchen und sich auf diesen zu stellen. Mafima sagt, stellt euch auf einen Gegenstand in diesem Häuschen. Den Gegenstand findet ihr in einem Haus im Real Life. Mafima sagt, ihr dürft euch frei bewegen. Gut, es sind einige rausgeflogen. Und ich lüfte das Geheimnis. Es war der Kuchen. Herzlichen Glückwunsch für alle, die noch leben. Mafima sagt, folgt mir. Mafi sagt, los geht's. Oh, Georgis. Fast bist du rausgeflogen. Okay. 3, 2, 1. Mafima sagt, stell dich auf Glas. 3. Da unter eine ist nochmal runtergefallen. Nein. Und ihr alle seid raus. So. Meine lieben Jump-Freunde. Mafima sagt, stellt euch immer auf einen Glasblock. Ich find's lustig, dass rechts die beiden genau das gleiche Face haben. Mafima sagt, duckt euch. Mafi sagt, springt. Mafima sagt, dreht euch im Kreis. Mafima sagt, schaut auf den Boden. Mafi sagt, hört auf, mich zu drehen. Mafima sagt, springt. Mafi sagt, hört auf, mich zu drehen. Okay, Mafi sagt, hört auf zu springen. Boah, Kevmaster. Ich weiß nicht, ob ich dich rauswerfen soll. Ich zähl's mal nicht. Das war echt sehr, sehr knapp. Mafima sagt, hört auf, mich zu bewegen. Okay. Mafi sagt, dreht euch. Mafima sagt, stellt euch auf Sandstone. Mafima sagt, springt. Sehr gut. Mafima sagt, stellt euch zu grün. Zu grün, das heißt nicht, ihr müsst sterben, gell? Okay, Mafima sagt, bewegt euch gar nicht mehr. Du bist raus, weil du nicht nach unten geschaut hast. Mafima sagt, ihr dürft euch frei bewegen, das heißt auch rumschauen. Sehr gut. Und ihr zwei mit dem gleichen Gesicht tretet jetzt mit der gleichen Rüstung und dem gleichen Schwert gegeneinander an. Und der von euch beiden besser PvP spielen kann, gewinnt den Heldenrang.
Ich wünsche euch viel Glück. Kannst du mal aufhören, da unten was zu machen? Only Fire, holy shit. Das ist das Finale. Der letzte Überlebende bekommt den Heldenrang. Es geht um alles jetzt. Ich wünsche euch viel Glück. Es geht los. In 3, 2. Mafima sagt, bringt euch um. Only Fire geht gleich auf das Iglo drauf. Das ist natürlich ein bisschen Deckung. Das ist eine gute Möglichkeit. Aber Kevmaster wird hier sich natürlich nicht das Ganze nehmen lassen. Kevmaster hat jetzt natürlich die Möglichkeit, ins Iglo zu laufen. Macht er aber nicht. Da ist ein Regenerationstrank. Okay, es wird erstmal ein bisschen Pfeile rumgeschießen sein. Oh, jetzt ist Only Fire runtergefallen. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das so schlau war. So. Only Fire rennt ein bisschen weg. Überlässt im Prinzip Kevmaster den Trank. Aber es ist noch nicht der Punkt gekommen, wo Kevmaster sagt, ich gehe einfach in den Iglo rein. Okay. Ich habe ihm extra nur 32 Pfeile gegeben, damit das hier nicht endlos wird. Okay, Kevmaster wurde getroffen von Only Fire. Ich bin sehr gespannt, wer von euch beiden das gewinnen wird. Only Fire hat wieder getroffen. So. Da versteckt sich eiskalt. Only Fire fragt sich jetzt, ja, wo ist denn der Kevmaster hin? Okay, ich will euch auch nicht zu viel gegenseitig verraten. Das ist natürlich... Es geht weiter, es geht einfach weiter. Die schießen sich ab mit den Bogen, bis... keine Pfeile mehr existieren. Kevmaster schaut mich an. Ja, toll. Du hast den Regenerationsrang. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bist du natürlich im Vorteil, Kevmaster. Mal sehen, ob du es auch für dich entscheiden kannst. Jetzt geht's los mit den Schwertern. Und Only Fire rennt einfach nur noch weg. Trifft ihn sogar dreimal mit dem Bogen. Nicht zu fassen. Ja, und jetzt rennt der Kevmaster weg. Was ein langes Finale, muss ich schon sagen. Oh, Kevmaster geht hier in die Offensive. Kevmaster ist tot. Only Fire. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Drang für dich entschieden. Herzlichen Glückwunsch nur von mir. Und von allen anderen bestimmt auch. Du bekommst jetzt Heldenrang. Und das war's mit Mafima sagt. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Man sieht sich nächste Woche. Ciao.